Bundeskanzler Konrad Adenauer sprach im April 1951 im Bundestag aus, worauf die deutschen Wähler seit dem Ende des Krieges bestanden. Meine Damen und Herren, der Prozentsatz derjenigen, die wirklich schuldig sind, ist so außerordentlich gering und so außerordentlich klein, dass, das möchte ich auch in diesem Zusammenhang sagen, damit der Ehre der früheren deutschen Wehrmacht kein Abbruch geschieht.